ein schlechter Film ist für mich ein Film, der mich nicht interessiert, der mich langweilt. Ganz einfach. Also wo, ein Film, wo ich nicht einsteigen kann. Ja, das sehe ich auch so. Und was mich auch immer bei Filmen manchmal ärgert, wenn nur wegen einem Effekt dann auf eine gewisse Handlungslogik gleich einmal verzichtet wird. ja, es gibt einige Dinge, die daneben gehen können bei einem Film. Also den großen, aber im Wesentlichen sollte der Film einfach berühren, ansprechen, jetzt nicht nur, aha, ein guter, gut gemachter Film, sondern man sollte im Kino sitzen und richtig mitleben können damit. Also ich habe da einen speziellen, ich weiß nicht mehr von wem er war, aber das war Blue Velvet, hat der geheißen. Also das war mir einfach insgesamt so durchgeknallt, der Typ mit dieser Gasmaske da, oder dem er da geschnüffelt hat, und die Roseline Nockert war eine Zumutung. Also da bin ich gegangen zum Beispiel, das kann ich mir noch sehr gut erinnern. Naja, mir fällt da ein Film ein, wo ich sogar selber mitgespielt habe. Der schlechteste Film aller Zeiten. Aber das habe nicht ich gesagt, das hat wer anderer gesagt, nämlich der Regisseur, der da vor mir sitzt. Nein, also, da fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, eigentlich. Nein. Weil ich suche mir die Filme vorher schon so aus, dass ich anhand von Kritiken und so schon mal annehmen kann, es lohnt sich, ins Kino zu gehen, sagen wir so. Deswegen ist mir das noch nicht so passiert, dass ich mir gedacht habe, da muss ich jetzt aus dem Kino rausrennen, weil das halte ich nicht aus. Das Gegenteil vom Schlechten. Man steigt ins Geschehen ein, man ist mit dabei, man ist vom Thema oder von den Bildern oder noch besser von beiden überzeugt. Und ja, da gibt es Zugang einfach. Da gibt es natürlich jetzt auch die Unterscheidung objektiv gut oder subjektiv gut. Ne? Die kann sagen, mir gefällt der Film, ein anderer sagt, was, ein Scheiß. Ja, sicher. Ist schwer. Aber alle diese Komponenten, nicht? Vor allem einmal ein relevantes Thema, das einen überhaupt einmal interessiert, das auch wert ist, verfilmt zu werden, glaubwürdige bis wunderbare Schauspielerleistungen, das ist immer wieder faszinierend, wenn man sowas sehen kann. Etc., etc. Aber grundsätzlich eben subjektiv, ich sitze im Kino und das packt mich von Anfang bis Ende und ich bin voll dabei und boah. Ja, wir haben vorher kurz geredet, also ich war begeistert von den Fälschern, habe den gesehen, bevor der überhaupt Oscar nominiert war, und habe dann zu meinem Sohn gesagt, das ist irgendwie, sowas sollte er mal einen Oscar kriegen, das ist so tolle Arbeit von den Schauspielern, von der Regie, von allem, also das ist wirklich durchwegs ein super Film. Und als Jugendliche bin ich irrsinnig gestanden, da gefällt mir auch heute noch immer die Farbe Lila. Ganz eine tolle Sache, Whoopi Goldberg, großartige Leistung und so. Also zum Beispiel, das sind so meine, die mir jetzt spontan einfallen. Hm. Ja, was mir einfällt, ist Django Unchained zum Beispiel, Tarantino. Life of Pi, ja, sehr beeindruckend. Und vom österreichischen Geschehen her, das finstere Tal. Mhm. Weil da habe ich die Idee so super gefunden, dass man im Tiroler Alpengebiet so Western-Klischees einbringt. Und es wirkt nicht einmal so plump aufgesetzt, sondern es geht sich irgendwie aus. Also das war so von der Machart her, habe ich das ziemlich interessant gefunden. Ja, ich find das eine originelle Geschichte, also sich mit den schlechtesten Filmen einmal zu beschäftigen und nicht nur immer mit den Besten, die ja ständig mit, was weiß ich, Oscar, Golden Globe und César und wie die Preise alle heißen. Da geht es immer um einen besten Film. Das ist ja fad. Naja, es gibt ja dieses Pendant, die Himbeere, so heißt es, oder?
die Himbeere, ja, das ist also, aber das ist halt jetzt, würde ich so mal sagen, die europäische Variante dazu. Und demokratischere. Genau.